So, da sind wir mal wieder mit einer kleinen Info. Nämlich, wie ihr schon am Titel seht, es geht um die berühmte Pickaxe, die es jetzt bei GameStop zu kaufen gibt. Ist kein Promotion, ich krieg kein Geld dafür. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wo ihr diese Pickaxe überhaupt herbekommt. Aber kurz in eigener Sache, ihr seht unten, wir haben unseren Creator-Code ja bekommen. Wäre nett, wenn du diesen eintragen könntest. Ich zeige euch nur ganz kurz, wo. Nämlich, wartet, im Shop ganz unten rechts, Family Hack, YT, unterstrich Family Hack eintragen. Damit supportet ihr mich schon. Erstmal Gruß an alle die, die inzwischen schon etwas gekauft haben, auch über meinen Link. Ich kann nur immer wieder Danke sagen. Aber als Dankeschön gibt es ja heute um 18 Uhr für euch einen Skin aus genau hier dem Shop. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, gern mal ein Abo raushauen, kostet dich ja nichts. Ich lade auch gleichzeitig alle Aufgaben immer hoch, also wirklich alle Aufgaben. Ihr seht ja hier Herausforderungen 100%, 100, 100, 100. Hier auch alle Skins. Wie gesagt, ihr findet alles auf meinem Kanal. Jede Aufgabe, die es zurzeit gibt, aus Season 1, Part 2. So, aber wenn du einen Skin gewinnen willst, sei auf jeden Fall mein Freund. Einfach YT-Family-Hack eintragen, hier reinschreiben, einmal abschicken. Freundschaftsanfrage natürlich fehlgeschlagen, weil ich mich nicht mit mir selbst befreunden kann. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich im Stream zum Beispiel was verschenken will, die zwei hier zum Beispiel können es noch nicht bekommen, weil wir noch nicht lang genug befreundet sind. Solltest du aber ausgelost werden heute um 18 Uhr, kein Problem. Ich setze mich dann mit dir in Verbindung. Guck, wie wir das machen, dass du dein Geschenk halt dann später bekommst. Weil ich kann immer nur Sachen aus dem aktuellen Shop verschenken. Deshalb bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. Kostet dich wie gesagt auch nichts. Du siehst auch, wenn ich online bin, was bedeutet das in der Regel eigentlich? Entweder kommt ein Stream online oder ich bin gerade irgendwas im Aufnehmen, von daher nicht wundern. So, jetzt geht es aber um die berühmte Pickaxe. Dafür gehe ich jetzt erstmal auf meinen anderen Bildschirm. Wartet. Zack, 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 zack. So, da sind wir. Einfach hier oben GameStop eingeben. Game, also wie Game, dann Stop. So, dann gehen wir nämlich auf Google, dann die erste Seite oben. So, dann sehen wir hier Black Deals, bla 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 bla. Und wir müssen hier hin. Für 13,99 € hört sich ja ganz gut an, aber dabei bleibt es nicht. Wenn wir nämlich jetzt mal auf Bestellen gehen, zum Warenkorb. Bam, 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 bam. Dann sind wir nämlich schon bei 18 Euro. Weil Versandkosten. Ihr bekommt ja dieses Lama zugeschickt. Plus halt die Pickaxe. So, wir gehen jetzt gerade nochmal zurück in die Details. Also, hol dir jetzt das Pop-Vinyl Fortnite Loot Lama. Das ist halt das kleine Lama hier. Das bekommt ihr dann halt zugeschickt. Deshalb auch die Versandkosten. Ich weiß zwar nicht, was da dran 4 Euro kosten soll, aber ist mal ein anderes Thema. Dann bekommst du den exklusiven GameStop Sing erhältlichen Minty Pickaxe Skin für Fortnite. Der Skin ist nur online erhältlich. Also es bringt nichts, wenn du in den Laden gehst, du wirst es so nicht bekommen. Stand jetzt. Also überall steht wirklich nur online. Ich war jetzt gestern zwar in der Stadt gewesen, aber nicht im GameStop. Ich habe da gar nicht nachgeguckt, ganz ehrlich gesagt. Also du bekommst halt wirklich die Sachen zugeschickt. Ich weiß nicht, den Code bekommst du wahrscheinlich auch zugeschickt. Das stand, glaube ich, auch eben hier. GameStop Stores. Ja, hier steht es. GameStop Stores und Social Media sind von dieser Aktion ausgeschlossen. Heißt, wenn du in den Shop gehst, du wirst es nicht bekommen. Also, du kannst danach fragen. Die werden dir sagen, können wir die gerne bestellen. Kannst es bezahlen, kannst es dann da abholen. Das ist, glaube ich, auch noch eine Möglichkeit. Aber kommt auf den Shop drauf an. Macht nämlich auch nicht jeder. Und den Code bekommt ihr nicht per E-Mail. Weil hier steht nämlich physische Karte mit Freirubbelcode. Physische Karte bedeutet, ihr bekommt einfach eine richtige Karte, wo ihr was freirubbeln müsst, wo der Code drauf steht und dann könnt ihr diesen Code einlösen und dann bekommt ihr erst die Pickaxe. Also es bringt nichts zu bestellen und warten auf die E-Mail. Die werden euch den Code, denke ich mal, nicht sagen. Zum Einlösen ist eine Internetverbindung und ein Fortnite-Account erforderlich. Der Download dieses Produkts unterliegt den Nutzungsbedingungen von Epic Games. Was bedeutet, hier bekommt ihr diese Pickaxe, logischerweise. Und mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen, weil ihr müsst euch im Klaren sein, ihr habt die Pickaxe nicht direkt,
weil die wird euch halt zugeschickt und das Ganze kostet dann 18 Euro, weil halt noch 4 Euro Versandkosten dabei kommen. Ich verlinke das Ganze auch mal in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich bekomme dafür nichts, deshalb auch nirgendwo Werbung oder sonstiges. Aber viele wollen halt schon wissen, wo es diese Pickaxe gibt und das wollte ich einfach nur damit machen. Das Einzige, was ich dir aber sagen kann, was du bekommen kannst, ist nämlich diese Skins heute in dem Shop. Ich will es einfach nur nochmal sagen, weil viele fragen dann wieder, streamst du heute? Ja, ich streame heute. Sogar gleich schon wahrscheinlich. Aber wie gesagt, diese Skins kannst du heute alle bekommen, sei es Emote, sei es der dunkle Rex, sogar den Raben könnt ihr haben. Und falls du noch keinen Battle Pass hast, auch da können wir drüber reden, dann gebe ich euch halt den Battle Pass. Wie gesagt, geht hier immer noch, hier einfach Battle Pass verschenken, könnte ich hier einen aussuchen, nur natürlich den Leuten nicht, die müssten sich halt dann 2 Tage gedulden. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit diesem kleinen Infovideo. Und wie gesagt, wenn ihr auch den Skin hier haben wollt, einfach mal in den Aufgaben nachgucken. Die Aufgabe findet ihr hier, aber die habe ich für euch halt auch schon hochgeladen. Also da gibt es auch ein passendes Video auf meinem Kanal. Einfach immer nur die Aufgabe eintragen bei YouTube und ihr werdet mich dann eigentlich schon finden. Oder halt auf meinem Kanal selber, da werdet ihr das Video auch finden anhand der letzten hochgeladenen Videos. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder damit. Macht euch halt Gedanken, ob euch die Pickaxe in Anführungszeichen wirklich 18 Euro wert ist, weil 14 Euro an sich, aber Versandkosten. Abholen kann man es nicht im Shop, außer ihr findet einen GameStop-Shop, der euch das quasi bestellt, aber da werdet ihr auch die Versandkosten bezahlen. So, das war das kleine Infovideo. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen, Kommentar lassen, da lassen. Wenn ihr mich natürlich richtig unterstützen willst, YouTube Creator Code gerne eintragen. Beziehungsweise Creator Code von Epic mit YT-FamilyHack, so wie auch der Gamertag ist. Und dann würde ich sagen, an der Stelle, das war's dann wieder mal komplett.